Es geht los, es ist soweit. Ich liege jetzt schon im Krankenhaus am CTG. Ich habe vorher nicht mehr geschafft zu vloggen. Und ja, so sieht das jetzt aus. Also es wird jetzt hier gemessen. Und Justus ist natürlich auch da. Wie oft habe ich jetzt Wehen? Ja, alle 5 Minuten. Alle 5 Minuten kommen jetzt schon die Wehen. Ich habe gerade eine Wehenpause, deshalb kann ich ein bisschen quatschen. Das sind alle 2 Minuten, nicht 5. Alle 2 Minuten Wehen? Mhm. Aber sie sind noch nicht so stark, dass ich veratmen muss. Deshalb mache ich mir ein bisschen Sorgen, ob das jetzt doch nur ein Fehlalarm ist. Nein, sie kommt so rhythmisch. Das Baby kommt jetzt. Das Baby kommt jetzt, sagt. Ganz sicher. Er kontrolliert ständig, ob ich gerade eine Wehe habe. Ich lag jetzt eine halbe Stunde lang im Becken. Also ich habe mir doch lieber nochmal heißes Wasser einlaufen lassen hier und habe mich ein bisschen entspannt. Und dabei sind die Wehen leider weniger geworden, hatte ich zumindest das Gefühl. Und Justus schläft hier die ganze Zeit. Er ist richtig müde. Ich bin irgendwie hellwach, ich weiß auch nicht. Aber ich laufe jetzt noch ein Stück und dann wird nochmal CTG gemessen. Und dann gucken wir mal, ob sich nochmal was verändert hat oder... Ja, ich hoffe, dass die Wehen jetzt noch mal stärker werden. Ich wollte einmal ein kurzes Update geben. Wie man sehen kann, sind wir wieder zu Hause. Wir waren jetzt die ganze Nacht im Krankenhaus gewesen. Ich hatte ständig diese regelmäßigen und sehr starken Wehen, aber die sind leider nicht so stark gewesen, dass es zur Geburt gekommen ist. Deshalb haben wir uns dann irgendwann entschieden, okay, ich möchte nicht im Krankenhaus bleiben und weiter abwarten, sondern ich wollte wieder lieber nach Hause, weil ich mich hier einfach am wohlsten fühle und weil ich denke, dass ich mich hier vielleicht wieder ein bisschen entspannen kann. Also ich weiß nicht, woran das jetzt alles lag. Vielleicht wirklich an dieser ganzen Wehenförderung, die ich da betrieben habe. Hat ja auch geklappt. Ich habe Wehen bekommen auf jeden Fall, aber es hat halt eben nicht ausgereicht für die Geburt. Wir waren jetzt eben auch nochmal spazieren gewesen, aber es ist auch nicht mehr geworden und jetzt bin ich ehrlich gesagt ziemlich müde und ich werde mich gleich einfach hinlegen und einfach versuchen zu schlafen. Ansonsten muss ich sagen, finde ich das super süß, was so auf Instagram geschrieben wurde, weil ich ja da natürlich direkt Bescheid gesagt habe, als ich ins Krankenhaus gekommen bin und am CTG lag und die ganzen lieben Nachrichten, die mich da dann mitten in der Nacht schon erreicht hatten. Also das hat mir richtig gut getan, jetzt gerade eben auch das alles zu lesen. Ansonsten denke ich, melde ich mich auf jeden Fall wieder, wenn es was Neues gibt, wenn es vielleicht doch noch losgeht heute in der Nacht oder so. Man weiß es nicht. Also ich bin auf jeden Fall selbst sehr gespannt, wie es weitergehen wird und Justus auch. Er ist nämlich im Moment auch ein kleines Nervenbündel. Lilly möchte noch nicht raus. Hier, sie ist immer noch drin. Ja, ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn was passiert. Bis dahin. Tschüss. Das ist schon jetzt ein paar Tage her seit dem letzten Vlog. Ich konnte mich gut erholen. Die Lage hat sich beruhigt. Es ist wieder alles, ja, als wäre es nie passiert. Also ich habe jetzt wieder normal ab und zu mal meinen harten Bauch, aber nichts, was dramatisch ist, weswegen ich ins Krankenhaus hätte fahren müssen. Was ich in den letzten Tagen eigentlich ständig gemacht habe, war zu schlafen. Vor allen Dingen vormittags lag ich eigentlich die ganze Zeit in der Schaukel und habe geschlafen. Deshalb fand ich das total süß, wenn so ein paar Mädels gefragt haben, warum ich denn noch nichts gepostet habe auf Instagram, ob Lilly schon da ist. Aber nein, ich habe einfach nur geschlafen. Und ich habe heute übrigens Geburtstag. Ich bin heute Geburtstagskind. Aber erwarte bitte nichts Besonderes in diesem Vlog. Es ist ein Tag wie jeder andere auch. Ich werde keine fette Feier machen. Ich werde keine 1000 Freunde einladen. Ich werde auch keine fetten Geschenke absahen. Mein bestes Geschenk ist ja sowieso die Schaukel gewesen. Die steht ja schon. Ich habe gerade gesehen, dass Justus auf Instagram so ein Foto gepostet hat von meinem Tisch, wo er seine Rosen gedeckt hat. Das machen wir nämlich immer so zum Geburtstag eines anderen. Und ich fand das so niedlich, weil er einfach nur so ein Brötchen auf dem Teller hatte. Und ja, es wäre irgendwie Instagram schöner gewesen, wenn da zum Beispiel ein Muffin oder ein Kuchen wäre. Aber ich finde das halt so niedlich. Er ist halt so, wie er ist. Also er postet das halt so, wie es gerade wirklich ist und verschönert da auch nichts. Und das finde ich eigentlich so süß an ihm und an seinem Instagram-Profil natürlich. Und ich habe mich total gefreut schon über die ganzen Glückwünsche. Und die Saskia von Saskias Beauty-Blog hat mir auch schon gratuliert, ein Ständchen gesucht auf WhatsApp. Fand ich auch total niedlich. Nochmal liebe Grüße an dich. Es ist jetzt auch schon eigentlich wieder später Nachmittag. Justus ist gerade losgefahren, um die Kinder abzuholen und wir werden gucken, was wir heute machen. Ich habe mir heute zum Geburtstag auf jeden Fall Grillen gewünscht. Da haben wir gestern schon extra für eingekauft. Ganz viel Grillgemüse. Da habe ich total Lust drauf heute. Ich hoffe, das Wetter wird mitspielen, denn es ist heute wieder so ein bisschen wechselhaft. Aber wir werden sehen und ich nehme dich auf jeden Fall heute ein bisschen mit. Also so wie es im Moment aussieht, wird das heute wohl nichts mit dem Grillen. Jetzt sind sie gerade wieder nach Hause gekommen, angekommen. Hi. Hallo Bibchen. Hi. Was passiert jetzt? Oh, Augen zu. Du musst Augen zu machen. Hi. Ja.
sogar einen Blumenstrauß. Ja, jeder hat einen ausgesucht. Oh, der ist ja auch schön und der ist so schön bunt. Wir haben sehr lange aussuchen müssen, bis die Kinder eingefunden haben. Schau mal, wie viele Blumen ich bekommen habe. 3 Sträuße von jedem eins. Müssen wir erstmal Vasen finden, genug. Haben wir auch genug? Leider nur 2. Ein Blumenstrauß muss vertrocknen. Nee, ich finde schon mal. So schöne Blümchen. Ich finde alle schön. Sind alle so schön. Der ist ganz bunt. Der ist schön lila. Und der ist schön weiß. Richtig schön. Passt genau. Nämlich so beobachtet. Wir können noch zwei in einen machen. Nee, das passt leider nicht, weil die gebunden sind. Heute ist es so lecker. Das sieht lecker aus, ne? Es gibt sogar noch lecker Kuchen. So, jetzt warten wir noch auf den Papi. Da ist er schon. Dann könnt ihr euch jetzt mal aussuchen, was ihr wollt. Ich will hier als erstes eine Waffel. Ich kann nicht ran, Papi. Und das Mädchen möchte auch eine Waffel. Eine Waffel, kein Kuchen. Was möchtest du? Das ist aber jetzt schwer. Und das sieht auch lecker aus. Also ich probiere auf jeden Fall für alles. Okay. Ich tue das genauso wie du. Die Männer sind jetzt gerade losgefahren zur Musikschule und jetzt habe ich ein bisschen Zeit, mit meiner Tochter Mädchenkram zu machen. Sie hat sich jetzt gewünscht, den Nagellack einmal aufzufrischen an den Fingern und an den Füßen und sie sucht sich dafür immer auch 2 verschiedene Farben aus und ich bin gespannt, was es dieses Mal sein wird. Kommst du, Pippi? Hast du dir was ausgesucht? Das ist für die Füße. Okay. Und das ist für die Finger. Okay, dann machen wir das, ja? Ja, Mami. Setz dich mal da auf den Stuhl drauf. Und Mami holt noch einmal kurz für die Nägel. Mal gucken, ob wir die kürzen müssen. Müssen wir nicht. Aber ich hole mal Unterlack und Überlack. Muss ich die Socken ausziehen? Ja, zieh mal die Socken aus. Unterlack. 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 Was wolltest du? Den hier auf die Nägel? Nein, den da. Den hier? Hm? Sicher? Hm, sicher. Na gut. Mami muss so ein bisschen tappen. Tapp, 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 tapp. Und dann bleibt auch der Glitzer drauf. Maximales Glitzer. Tap 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 tap. Nur Glitzer. Mhm. Magst du auch Glitzer? Na klar, Glitzer ist doch richtig hübsch. Passt auch zu meinem Kleid. Passt super zu deinem Kleid, ne? Das Blau. Oh, jetzt sieht man das. Den ganzen Glitzer. Sieht richtig toll aus. Ja. Sehr schön. So, jetzt erstmal nichts anfassen, okay? Jetzt erstmal ein bisschen trocknen lassen und die Füßchen auch. Sind auch richtig hübsch geworden. Das Wetter ist jetzt zwar nicht ganz so schön, aber es wird trotzdem gegrillt, denn ich bin ja Geburtstagskind und mein Wunsch wird erfüllt. Und ich wollte dir zeigen, wie Christus den Grill anmacht. Jetzt habe ich gerade ausgemacht. Los, alle wollen das wissen, wie du den Grill anmachst. Nicht mit Grillanzünder, sondern mit einem... Schon ist die richtige Hitze erreicht und wir können anfangen zu grillen. Es wird gleich definitiv anfangen zu regnen, deshalb muss meine Schaukel heute leider zubleiben. Und was machen die Zwerge hier? Was ist das denn? Eben war das noch an und jetzt ist das aus. So. Püppchen, hast du Rauch in die Augen bekommen? Komm mal hierher, weil da kommt der Rauch hin. Ach, der Papi das mal ordentlich wieder anmachen. Sonst raucht das zu doll. Beschweren sich die Nachbarn. Ich hol mal Wasser. Wasser? Wir löschen es einmal. Ach, ihr wollt's löschen? Na gut, das geht natürlich auch. Dann. Wasser, Wasser, Wasser. Jetzt wird das Feuer gelöscht. Nein, das raucht immer noch. Und was ist das hier? Möchtest du das erklären? Da unten, da hinten sieht es ein bisschen dunkel aus. Möglicherweise darf ich gleich
Regen grillen. Aber das ist kein Problem, denn für meinen Schatz tue ich alles. Jetzt wird gleich also der Sonnenschirm als Regenschirm missbraucht. Umfunktioniert. Oh, und ich zeig dir mal hier das leckere Gemüse. Darauf freue ich mich schon. Ganzer Pott voller Gemüse mit Zucchini, Aubergine. Achso, Soßen muss ich noch decken, stimmt. Guck mal, Mia. Mia ist auch sehr gespannt, was es da oben gibt. Manchmal fällt was runter. Und der Knochen gehört auch ihr. Jetzt regnet es wirklich doll, aber Justus macht das nichts. Er ist ein Hardcore-Griller. Das ist die zweite Fuhre. Das sieht auch schon sehr lecker aus. Aber ich glaube, du musst das Fleisch ein bisschen länger lassen. Das war nicht so ganz durch. Es war ein sehr leckeres Geburtstagsessen. Auf jeden Fall vielen Dank an den Meistergriller. Ja, gern geschehen, mein Mädchen. Sein Leben riskiert draußen im Sturm. Aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall noch Nachtisch geholt aus dem Kühlschrank. Oh Gott, ein lecker Schokopudding. Ja, bist du nicht satt geworden? Naja, Schokolade muss schon noch sein. Ne? Und wir schauen jetzt noch unsere Serie. Wir gucken weiter New Girl. Ne? Mhm. Das haben nämlich ein paar letztes Mal gefragt. Er guckt das sogar auch sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Normalerweise mag er nichts, was ich so gerne gucke. Ja, besser als Grey's Anatomy oder sowas. Oh Gott. Also viele Leute werden mich jetzt haten, oder was? Ja, ich denke schon. Jetzt genießen wir noch den Abend und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich habe Wehen, starke Wehen und es geht los. Lilly kommt.